Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, wir können mit Jesus taub und lang gegangen sein, viel Wunder gesehen haben, viel gelehrt haben von seinem Wort, gedeibt sein und so viel, was die Jünger Jesus auch erlebt haben. Und doch sind wir immer noch Menschen auf dieser Erde. In uns kann dort passieren, was Petrus passiert. Petrus war ein besonderer Jünger von Jesus, ein ganz großer Freund. Ja, er war sogar ein Fan. Er sagt, Jesus, für diese ich bereit, zu leiden, zu sterben. Aber dann kam eine Situation, in der er geistlich nicht vorbereitet. Er hat ihm verrückt nicht gebetet. Und als er wollte Jesus fast nehmen, dann fängt er an, im Fleisch zu handeln. Und weißt du, wenn wir Christen anfangen, fleischlich zu handeln, dann machen wir viel zwei. Petrus, der nahm das Schwert und wollte dem einen den Kopf aufhaken und traf nicht gut, aber hat auch hakt er dem auf, ja. Stell dich mal vor, er war ein Christ, er war ein Gemeindelied, würde ich sagen, für noch einen Tag. Er war ein Prediger, würde ich sagen. Aber in dem Moment, wie er nicht geistlich, er war nicht dicht, er war in seinem Hort nicht dicht bei Gott gewesen, er hat auch nicht gebetet. Und das wäre uns, dass er fleischlich handelt. Und dort erst, was uns passiert. Weißt du, wie sind Christen, und dann kommt ein Trubel, und dann habe ich vorher nicht gebetet, und in dem Trubel auf einmal sage ich, das war ich nicht. Taulote und ein Wohnen, Jünd Wiese, wie ein Zieh, und mit mir wird China nicht spielen, ein Wohnen dort, das den Jan, fangen wir an, ob dort ein zu gehen, und dann handeln wir im Fleisch, und nicht nach Gottes Welle. Und dann machen wir mehr zwei, als dort wir halben. Herr Jesus, verzeih uns dort, dass wir so vorhin im Fleisch gehandelt haben, und nicht nur deinem Welle. Uns nicht haben Leute leiden von deinem Heiligen Geist. Von da bett wie die kommen, du in uns Hort nennen. Mit deinem Heiligen Geist wasch uns rein, dass wir auch geistlich können handeln. Das beten wir in die Nummer, Jesus. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp mocht bei der Nummer Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.